Willkommen, willkommen an alle. Wir haben hier den JBL Clip oder Clip Plus auch genannt, ganz kurz im Test. 2014 kam der Clip auf den Markt im August, im Sommer, hat einen Red Dot Award hier gewonnen, ist wirklich ein schöner kleiner Lautsprecher, der so einen Karabiner oben dran hat, zum einfach überall dranhängen. Nun, der Clip Plus ist eigentlich genau der gleiche, deswegen sage ich auch gleich den Plus dazu oder das Plus dazu hier, dass das auch gilt. Da wurde nämlich nichts verändert, außer dass er dann splashproof wurde, also 35 Euro kriegt ihr den normalen, der ist nicht wasserfest und der ist jetzt wasserfest, aber bitte nicht unter Wasser damit tauchen gehen, sondern falls mal regnen sollte oder ihr ihn sauber machen wollt, also abwaschen wollt, könnt ihr das mit dem Plus dann auch machen. Ansonsten sind die beiden Modelle identisch und haben dann entsprechend nur 10 Euro Preisunterschied. So, bevor ich hier weitermache mit dem Auspacken, ihr seht schon, ich bin schon so weit. Nochmal kurz an die Rückseite, ihr könnt schon ein paar technische Daten sehen, was man damit so machen kann, beziehungsweise was hier JBL alles draufgeschrieben hat. Gibt es in, glaube ich, 8 verschiedenen Farben zu kaufen, hier den kleinen Lautsprecher, und der ist überaus erfolgreich. Also auf jeden Fall mal online bei Amazon hier in dem Link unten anschauen oder auf jeden Fall selber mal im Laden. Also ich packe das Ganze mal jetzt hier kurz aus, lege alles auf die Seite, bis auf die Kabel, die hier oben drin sind. Damit fangen wir mal an. Ein ganz normales blaues Micro-USB-Kabel. Blau passt natürlich zu dem Lautsprecher jetzt gerade zum Aufladen. 5 Stunden Laufzeit soll der hier liefern. Und ich bin gespannt auf den Sound. Das werden wir gleich ausprobieren. Dann haben wir noch ein bisschen was zum Lesen hier mit dabei, wo unter anderem die technischen Daten auf dem einen Zettel hier draufstehen. Das könnt ihr ganz kurz anhalten und durchlesen, sobald meine Kamera hier fokussiert hat. Das kann immer mal ganz kurz dauern, aber müsste genau jetzt dann passiert sein. Und dann können wir auch zum Beispiel hier lesen, dass das Ganze 2 Stunden braucht zum Laden, wenn wir das zum Beispiel über das Notebook laden. Wiegt 150 Gramm und der Batterietyp hat 600 mA, also gar nicht zu viel. Hier nochmal die ganzen Beschreibungen, wie man das Ganze bedient. Das brauchen wir allerdings alles nicht, weil ich zeige es euch jetzt einfach gleich hier vor der Kamera. Also hier, wie gesagt, in Blau habe ich das bekommen, den JBL Clip oder Clip Plus. Hier entsprechend dieser Karabiner-Mechanismus, wie ihr sehen könnt, das, der ist gut genug bzw. stabil genug hier, damit wir das an der Tasche dran tun können oder irgendwo anders auch. Wir können das wirklich ganz gut hier aufhängen und dann wirklich überall mit uns tragen. Trotzdem haben wir noch ein paar Knöpfe mit dazu, wie zum Beispiel, wir können die Lautstärke regeln hier mit der Plus-Taste, mit der Minus-Taste. Dann können wir auch noch per 3,5 mm Kabel Geräte anschließen, die entsprechend wie hier noch extern benutzen wollen zum Musik hören, was aber eigentlich gar nicht nötig wäre, dann ist es ein Kabel integriert, wie ihr sehen könnt, das habe ich gerade abgerollt, das könnt ihr neue Notebook dran machen, Tablet dran machen, Smartphone, wo auch immer, wenn ihr gerade nicht Bluetooth benutzen wollt, und dann ganz kurz wieder aufdrehen, reinstecken und dann habt ihr das immer dabei. Das finde ich super und der Stecker ist dann sozusagen damit fast schon überflüssig aus, ihr wollt ein längeres Kabel benutzen. Unten natürlich Micro-USB zum Laden, das ist Standard. Mikrofon ist immer noch nicht Standard, das ist ganz praktisch, falls mal Anruf reinkommen sollte. Den könnt ihr dann hier auch annehmen mit der Anruftaste, mit der Telefontaste. Und dann haben wir natürlich noch einen An- und Ausschalter und eine Bluetooth-Taste zum Paaren, denn ich glaube, NFC ist hier nicht drin, steht hier zumindest nirgendwo drauf. Also wir machen das Ganze mal an. Dann leuchtet es auch schon hier blau, dann muss ich kurz mein Handy suchen und dann auch entsprechend danach suchen im Bluetooth-Modus, da gehe ich mal kurz rein und drücke hier vorher auf die Bluetooth-Taste, da müsste es nämlich anfangen zu blinken. Schauen wir mal. Vielleicht hat es sich auch gerade einfach ausgemacht. Jetzt blinkt's, so soll es sein. Heißt, ich kann danach suchen. Und zwar die JBL nicht Go, die haben wir schon getestet, die kosten ein bisschen weniger, sondern, ich warte hier noch kurz, in meinem Samsung-Handy sollte es gleich hoffentlich erscheinen. JBL Clip, da ist es auch schon. Als Bluetooth-Headset wird es angezeigt. Macht Sinn, weil es hat ja ein Mikrofon eingebaut. Pairing, Connecting und gleich müsste es soweit sein. Connecting. Es blinkt nicht mehr, also wir sind verbunden, es hat einen kurzen Piepton gemacht, ich mache es mal ein bisschen lauter. Und wir hören uns ein bisschen How Deep Is Your Love an von Calvin Harris. I want you to breathe me.
immer ganz gut an. Der Bass kommt nicht so gut rüber, probieren mal einen anderen Song. Ich wechsle die gern durch. Hotline Bling von Drake. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Klingt schon mal nicht schlecht, immer noch ein bisschen wenig Bass. Cake by the Ocean bei Dams. Getting started, don't you tiptoe. Waste time with the masterpiece, waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be. So, sorry für die kleine Unterbrechung. Ich habe gerade einen Anruf reinbekommen. Machen wir weiter hier mit How Deep Is Your Love. Und dann machen wir einen Vergleich noch mit dem gleich teuren Peak PPA, so rum 30BT. Der hat ähnliche Form, hat auch so eine Schlaufe dran. Also rein theoretisch kann man den auch überall hinhängen. Und ist auch spritzwassergeschützt für 35 Euro. Also auf jeden Fall dazu auch mal mein Video anschauen. Vorher ist noch ein letztes Lied, wie gesagt, hier How Deep Is Your Love. Was mir hier gefällt ist, der Sound klingt wirklich gut, der Bass weiterhin sehr wenig, aber auf die Größe kriegt man das noch nicht wirklich gut hin. Für 35 Euro erwartet man da auch nicht zu viel. Ich mache jetzt wie gesagt hier die Peak an, ich werde mich damit ganz kurz verbinden, der hat auch NFC drin, aber ich mache es jetzt trotzdem mal manuell über mein Samsung-Handy, indem ich es einfach in der Liste auswähle, den PPA 30BT. Und schon bin ich auch verbunden, der hat gleich gerade so einen kurzen Ton gemacht und ich probiere mal ungefähr das gleiche abzuspielen mit How Deep Is Your Love. How deep is your love? Finde ich, klingt ein bisschen besser, was den Bass angeht. Und noch für 10 Euro weniger gibt es auch noch die JBL Go. Die habe ich auch verglichen mit dem PPA 30. Der hat erst recht keinen Bass. Und obwohl er 10 Euro weniger kostet und, glaube ich, auch Spritzwasser fest ist, weil würde ich auf jeden Fall von dem abraten, wenn ihr auch das Geld für den hier habt. Da ganz so viel müsst ihr nicht mehr sparen. Beim Design, klar, hier kann man den auch aufhängen. Und an sich hat er die gleichen Features mit Anrufen und weiteres. Aber farbtechnisch könnt ihr bei beiden, glaube ich, so ziemlich von den gleichen wählen. Ich würde trotzdem hier wahrscheinlich bei dem hier bleiben, wenn ich zwischen den drei wählen müsste. Einfach, weil das Design cool ist und man den überall echt wirklich einfach hinhängen kann. Und weil mir hier keine Funktion fehlt. Aber auf jeden Fall würde ich die Clip Plus nehmen, nicht den normalen Clip. Weil Spritzwasserschutz ist immer cool, vor allem in der Dusche. Ich weiß, klingt bescheuert, aber ich höre gern echt Musik in der Dusche. Und ja, mein Name ist Balaschka, das war hier der Clip Plus im Test. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr das zugeschaut habt. Bis bald wieder.